Als angehender Unternehmer sehen Sie sich verschiedenen Problemen ausgesetzt. Einer der Probleme für klassische Start-ups ist das Finanzierungsthema. Banken haben große Probleme, neue Geschäftsmodelle zu beurteilen, technische Risiken, Marktrisiken zu beurteilen und dementsprechend verfügen Sie als Start-up-Unternehmer über ein recht hohes Risikoprofil aus Sicht der Bank. Insofern stellt sich die Frage bei Ihnen nach Alternativen. Eine Alternative, ein neuer Weg, um finanziell das Unternehmen auf solide Beine zu stellen, können öffentliche Fördermittel sein. Öffentliche Fördermittel sind ein Teil der Wirtschaftspolitik und werden in verschiedenen Formen angeboten. Wir unterscheiden in Förderkredite, Zuschüsse, Beteiligungen, Bürgschaften und Garantien. Für Sie als Unternehmer stellt sich nun die Frage, von wem bekomme ich diese Fördermittel? Und da unterscheiden wir drei große Gruppen. Das sind zum einen auf Landesebene die Landesförderinstitute und die Bürgschaftsbanken. Das sind deutschlandweit die KfW und die Landwirtschaftliche Rentenbank. Und auf EU-Ebene ist das die Europäische Investitionsbank und der Europäische Investitionsfonds. Die Frage, die sich da nun wieder anschließt, ist, welche Vorteile bringen mir denn nun überhaupt diese Fördermittel? Was bringt mir das als Unternehmen? Wie kann ich davon profitieren? Und da unterscheiden wir drei Punkte. Erstens ist das der Punkt Zinsen. Die Verzinsung der Förderdarlehen ist in der Regel deutlich günstiger als die Verzinsung bei den Hausbankdarlehen. Der zweite Punkt betrifft das Thema Risiko. Durch Haftungsfreistellungen können die Förderinstitute bei den Hausbanken das Risiko deutlich reduzieren. Drittens, wenn Sie oder Ihr Unternehmen über keine ausreichenden Sicherheiten verfügen, können hier Bürgschaftsbanken oder Förderinstitute einspringen und ihre Position stärken. In Deutschland gibt es weit über 2000 Förderprogramme. Und wenn Sie sich darüber informieren möchten, finden Sie im Internet Informationen in Hülle und Fülle dazu. Letztlich interessiert es Sie als Unternehmer aber doch viel mehr, wie läuft denn das in der Praxis ab? Wie komme ich überhaupt an die Fördermittel? Und da kann man sagen, das vollzieht sich im Wesentlichen doch in 6 Schritten. Im ersten Schritt stellen Sie Ihrem Ansprechpartner bei der Bank Ihr Vorhaben vor. Das heißt, Sie verfügen in der Regel über einen Businessplan, den Sie vorlegen können und den die Bank prüfen kann. Beispielsweise suchen Sie für Ihr neues Vorhaben einen Kreditbetrag von 50.000 Euro. In diesem Stadium wird Ihr Firmenkundenbetreuer dann ein passendes Förderprogramm suchen. Gegebenenfalls wird er auch auf Kollegen seiner entsprechenden Fachabteilung zurückgreifen. In unserem Beispielfall wäre das ein Programmkredit der KfW, das EAP Gründerkredit Startkapital, was auf diese Finanzierungssituation optimal passen würde. Die Bank würde für Sie ein indikatives Angebot erstellen und man würde das so lange diskutieren in Detailfragen. Es können sein Themen wie zusätzliche Sicherheiten, Auszahlungsvoraussetzungen, Auszahlungstermine, bis ein allgemeiner Konsens erzielt ist. Wenn dieser Konsens erzielt ist, würde die Bank für Sie den Antrag stellen. Im fünften Schritt erfolgt dann die Genehmigung der Förderbank und auf der Basis erstellt dann die Bank den Kreditvertrag für Sie und Sie können dann kurzfristig über die finanziellen Mittel verfügen. Zum Schluss möchte ich Ihnen gerne noch aus meiner langjährigen Erfahrung als Fördermittelberater einige Empfehlungen mit auf den Weg geben. Erstens. Das Potenzial von Fördermitteln wird weitestgehend unterschätzt. Nutzen Sie dieses Potenzial für sich. Nutzen Sie das Potenzial, ohne allerdings dabei formale Antragskriterien außer Acht zu lassen. Zweitens, suchen Sie schon zu Beginn eine Bank und, was noch viel wichtiger ist, einen Ansprechpartner bei dieser Bank für sich und Ihr Vorhaben, der Ihre Sprache spricht, der Sie versteht und wo Sie ein gutes Gefühl haben. Drittens, das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Sammeln Sie Erfahrungen im Umgang mit Fördermitteln. Fördermittel können Sie in jeder Ihrer Unternehmensphasen erfolgreich einsetzen. Am Anfang sind das vielleicht einfache Produkte, Sie können sich in der Komplexität steigern, zum Schluss werden Sie auch professionell Zuschüsse beantragen können. Und bauen Sie sich dadurch ein Standing bei den jeweiligen Förderinstituten auf. Weil die Förderinstitute haben ein großes Interesse auch an guten Kunden und sie treten dort nicht als Bittsteller auf. Förderinstitute brauchen sie als Kunden, ansonsten haben sie keine Daseinsberechtigung.